Nein, nein, Quatsch. Ich bin nicht alt. Ich bin nur ein bisschen ausgebrannt. Wir alle fühlen uns ein bisschen ausgebrannt, ja. Angeblich sind wir die erste Generation, die unter Burnout-Syndrom leidet. Denn wir haben mehr Stress in unserem Leben als alle Generationen zuvor. Ja klar, früher war alles easy. Stalingrad? Ha, ein Spaziergang. Ja, ja, ein paar Monate in Schützengraben, in Eis und Schnee, unter Dauerfeuer. Ha, das ist doch gar nichts. Gestern hatte ich 2 Meetings. Ja, und danach muss ich die Kinder von der Schule abholen. Ich sag euch, ich bin fertig. Ich kann nicht mehr. Ich gehe nicht ins Büro. Zweimal meine Bitte, Bart, haben schon Burnout-Syndrom. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ansteckend. Ich meine, stellt euch vor, mitten in der Schlacht um Stalingrad. Schumm, ich melde mich als verwundet, Herr Obersturmbahnführer. Ich weiß es nicht, Herr Obersturmbahnführer. Es geht mir nicht so gut. Ich bin in einem Stimmungstief. Ich brauche Ruhe, frische Luft und Kontakt mit Delfinen. Nein, Herr Obersturmbahnführer, die Ayurveda-Therapie hat nicht geholfen. Autogenes Training auch nicht. Schumm. Jawohl, Herr Obersturmbahnführer. 2 Wochen Aromatherapie. Mann, vergiss es. Es gibt kein Burnout-Syndrom. Das ist ein Mythos, wie Regelschmerzen. Ja. Oder nicht fremdgehende Männer.